Die Vodafone Stiftung Deutschland und die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie haben einen neuen Leitfaden vorgestellt, der zeigen möchte, wie die Zusammenarbeit von Eltern auf der einen Seite und Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen auf der anderen Seite gelingen kann. Daniela Kobelt-Neuhaus von der Karl-Kübel-Stiftung erläutert, was das Besondere ist. Normalerweise werden solche Leitfäden nur für Fachkräfte entwickelt und wir haben als Novum da uns überlegt, dass wir eben auch die Eltern mit ansprechen sollen. Wir wissen halt aus der Forschung, dass wenn die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern oder den Kindertagespflegepersonen von Vertrauen geprägt ist, wirkt sich das auf die Kinder so aus, dass die Kinder erfahren, dass ihnen auch etwas zugetraut wird. Und das ist der beste Motor für die kindliche Entwicklung und für die Neugier der Kinder. Aber bei welchen konkreten Herausforderungen können die Handlungsempfehlungen und Vorschläge des Leitfadens helfen? Dazu Martin Quente von der Ritterburg. Die Arbeit mit nicht ganz so einfachen Familien oder aber auch mit kultureller Vielfalt und mit Familienbildern umzugehen. Und dafür ist es gut, einen Leitfaden zu haben und einen Konsens zu haben, auf den man sich einigt. Komprimiert zusammen in einem Heft, auch nochmal thematisch geordnet und auch mit einer Zielstellung, die darin aufgelistet ist, halte ich das für eine große Hilfe, wohingegen sonst immer sehr viel Forderungen stehen. Also was sollen Erzieher alles machen mit Eltern? Dort steht auch nochmal, wofür sie es tun und wohin das führen soll. Der Leitfaden und das dazugehörige Elternposter werden an Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen in ganz Deutschland verschickt und können auch kostenlos im Internet heruntergeladen werden. Erstellt wurde er im Auftrag der Vodafone-Stiftung und der Karl-Kübel-Stiftung. Viele Kindertagesstätten ringen gerade mit der Herausforderung, wie sie eine zunehmend heterogene Elternschaft einbinden können in die Kita-Arbeit. Gleichzeitig stehen aber auch viele Eltern vor der Herausforderung, wie können sie sich denn am besten in die Kita-Arbeit einbringen? Und wir wollen nun beiden Seiten helfen, besser zusammenzuarbeiten, um somit die Entwicklungschancen der Kinder noch besser zu fördern. Hier ist es ganz besonders wichtig, dass Erzieherinnen, Erzieher oder auch Tageseltern, also Tagesmütter, Tagesväter, sich intensiv auch um die Befindlichkeit der Eltern kümmern. Denn zufriedene Mamas und zufriedene Papas machen dann auch zufriedene Kinder und zufriedene Erzieherinnen letztlich auch aus.